Euphorischer Empfang für Viktor Skripnik auf dem Weg zu seiner ersten Einheit als Trainer der Werder-Profis. Nach dem Aus von Robin Dutt hat der Club den ehemaligen Publikumsliebling als Nachfolger aus den eigenen Reihen präsentiert. Eine mutige Entscheidung, denn Skripnik trainiert zum ersten Mal eine Bundesligamannschaft. Natürlich, diese Gedanken hat bei mir auch gelandet im Kopf, aber irgendwann, man muss auch sich im kalte Wasser springen und seien Sie über Erfahrung, ich habe auch 1999, glaube ich, Erfahrung gehabt, Abschiedskampf damals mit Mannschaft gekämpft, gegen Abschiedskampf und so weiter, ja, und wir haben das geschafft und bin ich fest überzeugt, diese Mannschaft hat so viel Potenzial da drin, dass wir in dieser Situation oder diesem Moment, diese Saison schaffen wir auch das. Der Ukrainer ist eine kostengünstige Lösung für Werder, auch wenn das nicht der offizielle Grund für seine Beförderung ist. Viktor ist keine billige Lösung. Also ich verwehre mich dagegen zu sagen, das war irgendwie ein entscheidender Punkt oder auch nur ein wichtiger Gedanke, dass Viktor schon da ist im Club. Wir haben überlegt, sozusagen in welche Richtung wir gehen. Natürlich waren Alternativen da, viel Erfahrung, vielleicht auch viel Erfahrung mit der Situation Abstiegskampf. Aber wir haben uns dafür entschieden, auch eine Lösung zu finden, die, wo wir zumindest das Potenzial sehen, dass sich daraus auch, wie ich sagte, nachhaltig etwas entwickeln kann. Bei Werder werden Erinnerungen wach an Thomas Schaaf, der ebenfalls aus dem Jugend- und Amateurbereich kam und die Mannschaft aus dem Tabellenkeller nach oben führte. Wie Schaaf auch, ist Skripnik durch und durch Werder. Nach dem Doublesieg 2004 beendete er seine aktive Karriere und trainierte diverse Jugendmannschaften und bis vor kurzem die U23. Schaafs Erfolg zu wiederholen dürfte aber schwer werden, auch wenn sich Skripnik zuversichtlich gibt. Ich habe jeder Heimspiel hier gewesen im Stadion. Natürlich habe ich auch Auswärtsspiele gesehen. Mannschaft kann Fußball spielen, nur fehlt so diese letzte Konstant, letzte Biss, letzte ja, kreative Sache. Das ist die Sache, wo vielleicht müssen wir schnell wie möglich installieren. Dafür will Skripnik so offensiv wie möglich spielen lassen. Die nächste Parallele zu Thomas Schaaf. Ob Werders neuer Trainer genauso erfolgreich wird, ist aber eine andere Frage.